Liebe Gäste, Sie alle kennen seine berühmten Eltern. Peter Weinberg, international erfolgreicher Springreiter, aber vor allen Dingen natürlich auch seine Mutter, Helena Weinberg. Mit Little Gun kenne ich Sie selbst noch aus den internationalen Parcours. Wo sind deine Eltern an diesem Wochenende, Thomas? Also mein Vater ist mit ein paar Kunden von uns auf dem Turnier in Monheim. Das ist bei uns in der Region. Und meine Mutter gibt gerade in Ägypten einen Lehrgang. Also sind beide unterwegs. Ist natürlich schon eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn man aus einer so berühmten Pferdefamilie kommt. Es ist ja Fluch und Segen. Ne? Auf der einen Seite lernt man das Reiten etwas leichter als andere. Auf der anderen Seite ist es ja schon eine Verantwortung. Viele erwarten vielleicht doch etwas mehr von einem, oder? Gut, ich sag mal, mit diesem Druck, da lernt man eigentlich früh mit umzugehen. Also da gebe ich ja vollkommen recht. Das ist auch so, vor allem in den Anfängen. Am Ende muss ich aber sagen, zwischen Druck und Vorteile ungefähr gleicht sich das aus. Also ich habe durch meine Eltern auch unheimlich viel lernen können, weil die lange im Sport sind und die Pferde einfach gut managen können. Das kriegt man dann in den Kinderschuhen schon mit. Also ich muss sagen, hier auf so einem Turnier hier, wenn man jetzt nicht seine Erstpferde dabei hat, also hier auf diesem Turnier habe ich viele junge Pferde oder neue Pferde mit, wenn man dann mal nicht so gute Ergebnisse hat, ist es schon so, dass hier und da schon mal der ein oder andere lächelt. Aber ich denke, da muss man Profi genug sein, einfach auch den Pferdestand dann realistisch einzuschätzen und an den Pferden weiterzuarbeiten. Kannst du uns ein bisschen erzählen von deiner Saison in diesem Jahr? Wir kennen dich mit vielen Erfolgen als Junior, als junger Reiter. Geisterst du schon durch die Gazetten? Wie lief die Turniersaison 2010 für dich? Also bisher muss ich sagen, sehr, sehr gut. Also toi, toi, toi. Ich sag mal, es ist auch, wie gesagt, immer vom Pferdematerial abhängig. Ich habe jetzt momentan 3 sehr starke internationale Pferde. Mit denen war ich auf 3- und 4-Sterne-Turnieren im ganzen Jahr eigentlich sehr oft platziert. Habe mich auch, ich sag mal, jetzt vor 3 Wochen zum Beispiel auf einem 4-Sterne-Turnier in der Ukraine, habe ich unheimlich viele Weltranglistenpunkte geholt. Also ich denke, dass ich so die Top 150 der Weltrangliste jetzt allmählich ankratze. Und ich habe vor 2 Wochen einen CSI-Großen Preis gewonnen. Deswegen im Moment bin ich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, ich habe 2 starke Sponsoren, die mich unterstützen und dementsprechend auch sehr gute Pferde. Und für den internationalen Sport braucht man die auch einfach. Also muss ich sagen, da ist der Reiter auch nur 50% des Ergebnisses. Also mindestens die Hälfte ist auch das Pferd dann. Eines deiner Top-Pferde ist Escobar. Da hast du schon viel mit gewonnen. Ist der auch an diesem Wochenende dabei? Nee, ich habe meine 3 stärksten Pferde habe ich hier nicht dabei. Die schonen diese, also die werden dieses Wochenende geschont, weil die gehen nächste Woche nach Kiel zum CSI 3 Sterne. Dann ist eine Woche ein internationales Turnier, wo ich aber auch mit den Zweitpferden an den Start gehe, weil die Erstpferde, die gehen darauf die Woche dann nach Hannover und nach München. Und deswegen, ich muss dann halt meine Prioritäten setzen, nutze dann so ein Turnier hier mit Top-Bedingungen, um die jungen Pferde doch an diese Atmosphäre und an die Hindernisse zu gewöhnen, weil die vielleicht in 2, 3 Jahren dann an der Stelle von Escobar gehen müssen. Du bist viel international unterwegs und das ist unsere abschließende Frage. Du bist nicht ganz so häufig im Lande Baden-Württemberg. Was ist so dein Eindruck vom Turnier und vor allen Dingen auch von deiner Konkurrenz, unsere baden-württembergischen Springreiter? Wie schätzt du die so ein? Also fürs Turnier muss ich sagen, wunderschön, Spitzenbedingungen, also der Abreiteplatz und die Halle, der Boden ist fantastisch. Es ist alles auf Top-Niveau, also es könnte genauso gut auch ein internationales Turnier sein. Die Leute sind unheimlich freundlich, also wir wurden auch hier bei der Anreise sehr herzlich willkommen. Und gut, ich reite zwar nicht so oft hier in Baden-Württemberg, aber die Reiter von hier sind mir schon relativ bekannt, also weil wir auch hier unsere Geschäftspartner haben. Ist ja mal egal, ob das jetzt Witzemann oder Günther Treiber oder wie auch immer. Also die kennt man und das sind schon starke Vertreter.